Ja, meine Lieben, herzlich willkommen in 7 Days to Die Forens. Da sind wir wieder mit Xyra und Tour, die da hinten irgendwo rumschwirrt. Hallo. Ich, zumindest, oder? Ich bin hier gerade. Ja, ich sehe dich auf dem Raster da hinten. Und ja. Velkoi, der nicht weit von Xyra weg ist. Ja, ich bin eingeschlossen in der Bank. Ach. Ich bin gerade hier. Xyra, du bist ja hier. Ich bin froh, dass ich eine Fackel dabei habe, sonst wird sie echt duster. Guck schon. Hi, Avo. Hi. Vorsicht, nicht da reinlaufen. Eine Mine liegt da noch und da hinten läuft irgendwo ein Zombie. Okay. Das heißt, aufpassen, wo ich hier hintrete, ja? Nur hier nicht reinlaufen. Da, wo ich gerade... Ich bin jetzt in dem Nebengebäude. So, ich habe die Tür wieder zugemacht. Das ist eigentlich egal. Kannst du mal gucken, wie hoch dein Weaponsmithing-Skill ist? Ja, kleiner Mensch. Ach so. Nicole? Weil der ist sofort. Für Crossbows und für... Weaponsmithing, 52. Alles klar, dann darfst du das Crossbow-Buch lesen. Yay! Kannst du es uns in der Bank abholen? Ich bin im Safe-Raum. Ja, weil ich habe erst 31. Irgendwie wieder rauskommen. Du stellst doch jetzt schon wahrscheinlich 300er Bögen her, oder? Warte mal kurz. 346. Alles klar. Nico, kommst du mal kurz? Ja. Guckst du hier? Was denn? Ich kann sie nicht aufnehmen. Warum kann ich sie nicht aufnehmen? Warte, jetzt habe ich sie erstmal mal aufgenommen. Ja, ja. Ich muss mal kurz raus da. Wir haben da einen Stand. Moment, ich dreh mal. So. Alter, oh, das dauert hier. Mach dich raus. Los, hau ab. Geh doch. Der will unbedingt drin hier. So. Ich wollte mich auch. Also, ich mach mich gleich einmal kurz leer in der Kiste und dann komme ich einmal zu dir rüber, Well, und hol mir das, die Blueprint. Du hast die Kiste hier an der Leiter. Lesen. Das kostet ja keinen Platz. So. Ja. Du hast die Kiste hier an der Leiter gesehen, Nicole? Ist da eine Leiter? Aha. So, guck mal, Leiter? Ich tu... Ich hab da 4 Woodframes übernommen. Ja, die Kisten. Sekunde. Hier lege ich dir jetzt mal kurz eine Pistole rein. Da. Und noch ein bisschen Munition. Ja. Oh. Okay, krieg ich beides gerade noch so mit. Das heißt, ich mache mich jetzt einmal leer. Mhm. Hast du noch andere Kisten aufgestellt? Nein, ich habe jetzt... wir sind ja hier in so einem... In dem Dings drinne. Ja, wo, Was ist denn Dings? Wo Spikes und alles hier. Ach so, okay. Mhm. Und ja, da habe ich von innen, weil ich nicht jedes Mal wieder rüberhüpfen möchte und wieder zurückhüpfen möchte, habe ich von innen eine Kiste reingemacht, damit ich hier alles looten kann. Ja. Das geht so aber eigentlich recht schnell. Ja, ich musste mich in der Kiste entsorgen. Echt? Okay. Ja. Du meinst, dieses, was so aussieht wie ein Händler, aber keiner ist. Ne? Genau. Dieses große Vor, ne? Genau das. So, und jetzt habe ich meine Taschen voll und habe immer noch was in der Kiste. Na, okay. Ja, ich habe es uns draußen 4 Woodframes ja hingelegt. Ja, ne? Da leere ich mich gerade aus. Ja, da werde ich mich jetzt gleich auch ausleeren. Hey, Schwesterchen. Lauf mal nicht weg hier. So, krieg's nur ein. So, wir haben noch eine SMG-Schematik. Sehr schön. Vorsicht. So, ich sehe mich nämlich auch mal gerade raus. Ich bin mal froh, wenn ich hier gleich wieder raus bin, weil es ist halt viel Hacken. Ne, wir haben, das Hacken dauert halt, ne? Also ich habe noch 6 Saves vor mir. Ich komme dich jetzt mal besuchen und hole meine Schematik ab. Du kannst ein bisschen mit auf den Safe einschlagen. Es geht nur darum, dass ich ihn vielleicht öffne, weil beim Öffnen wird der Loot festgelegt. Finde ich gerade gar nicht. Ja, in der Bank, im Tresorraum. Der ist ja mal an derselben Stelle. So, ich habe jetzt auch so einiges in die Kiste mit reingeschmissen. Was haben wir denn in diesem Laden hier eigentlich sonst noch? In dieser Stadt? Ich sehe sonst noch normale... Findest du die Bank nicht wieder, Xyra? Ich bin drin, ich finde nur den... Ja, den Tresorraum. Ist doch mal da, wo er immer war. Du warst doch schon direkt neben dem Tresorraum. Als ich weiß, aber ich komme nicht rein. Verstehe also, ich nicht. Also, wieso bist du drin, wenn ich nicht reinkomme? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Kannst du die Woodfans nicht wegnehmen, oder wie? Ich werde euch beiden jetzt nicht erklären, wie das funktioniert. Ich weiß auch nicht. Ich verstehe das Problem nicht. Hallo. Ja, kannst du mal mithacken hier, bitte? Na gut. Weil es dauert ewig sonst noch. Ich hänge, glaube ich, die halbe Folge noch dran.
Warum machst du denn das? Ja, weil hier neun Safes zum Aufklappen sind. Ah. So, schlagen wir beide auf einen ein. Lisa darf den halt nur nicht öffnen, ne? Nö. Aber zu zweit geht das schon schneller. Ne? Ist schon ich habe die mittlerweile schon das zweite Mal repariert, meine Pickaxe. Also die wird halt auch nicht besser dadurch irgendwie. Ich müsste auch mal. Was? Reparieren. Gehst du mit einer kaputten Pickaxe in die Stadt zum Loot-Ausflug? Tatsächlich, ja. Dann reparier die doch. Ich habe nichts dabei zum Reparieren. Ja, es ist okay, was sind unschön. Welche Qualitätsstufe hat deine jetzt? 180. Du gehst mit einer uralten kaputten Pickaxe. Eine andere habe ich nicht. Ja, wenn wir die jetzt reparieren, ist die auf 160 runter oder sowas. Dann gib her. Ja, nun. Ja. Sag mal, ihr also, kennt doch diese besondere Shotgun-Munition, ne? Das ist meine aber Pickaxe. Unter 230 brauchst du eigentlich gar nicht unbedingt mehr aus dem Haus zu gehen. Irgendwie so. Ich habe auch eine 121er, natürlich kann man damit. Ihr kennt doch diese besonderen Shotgun-Geschosse, ne? Diese teuren. Ja. Jetzt habe ich den Blueprint dazu gefunden und was steht da? Bauplan Flintenlaufgeschoss. Flintenlaufgeschoss. Heißen die so, ja? In Deutsch heißen die so. Aha. Echt? Ja, hier in Seven Days to Die schon. Also echt nicht, aber hier in Seven Days to Die halt. Ne? Ach so. Flintenlaufgeschoss, ja, das ist auch lustig. Komm, wenn du eh so eine schlechte Pickaxe hast, dann kannst du ruhig draußen, mach deinen Loot-Ausflug weiter, weil ich krieg den letzten hier schon alleine auf dann. Gut. Weil ich bin hier mit einer 250er angefangen. Hier gibt es ja gar nichts mehr großartig. Da müsst ihr was sagen oder mal selber welches uns herstellen oder halt einfach rufen, dann mache ich ja Neues irgendwie. Aber mit so schlechtem Werkzeug brauchst du ja ewig, irgendwas zu machen. Naja, ich kann damit nicht. Ich meine, dafür recht. Haben wir das ja hochgelevelt ein bisschen irgendwie. Das ist ja nicht so richtig sinnvoll dann, ne? Ich kam damit jetzt zurecht und von daher habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht. Auch. So einfach ist das. Oh, ein Friedhof. Ja, bis du die ersten 12 Safe aufmachen musst, dann guckst du doof aus der Wäsche. Muss ich ja nicht. Du hast den entsprechend hochgestellt. Ja, toll, ja. Ja, dann guckst du dann doof aus der Wäsche, nicht wahr? Die sollten wir schon alle beide, weil Quality Joe ist schon wichtig, dass man es hochscaled. Ich habe da was gefunden. Also solltet ihr eh Punkte reinstecken, ne? Ins Scavenging und Quality Joe, glaube ich. War für mich aber jetzt andere Sachen erstmal wichtiger, weil... Ja, spreche ich aus. Keine Ahnung, auf was hast du dich denn spezialisiert? Das sollten wir vielleicht auch mal so ein bisschen festlegen, dass einer... Ich habe erstmal dafür gesorgt, dass ich das 69 wieder nach oben kriege. Das ist für mich immer momentan 69. Ja, das reichen ja zwei Punkte reichen ja vollkommen erstmal da drin. Den mache ich immer voll. Und dann sehe ich zu, dass ich Stahl fertig mache. Jo, aber da Mining 69 ja momentan mehr oder weniger verbuggt ist, reichen 3 von 5, also bei 2 von 5 verlierst du schon keine Ausdauer mehr. Und bei 3 von 5 kommst du eigentlich super zurecht. Da musst du ja aber auch per Hand Punkte in Mining Tools gesteckt haben, oder? Mhm. Ja gut, brauchst du jeder hat seine anderen Prioritäten, aber 5 von 5 wären wir da jetzt an der Stelle, naja, gut gewesen. Was haben wir denn? Hier haben wir erstmal einen Friedhof. Kennt ihr den Friedhof? Dann darfst du nach Metall graben, ne, würde ich sagen, ab sofort. Ja. So arbeitsteilungstechnisch. Macht ja Sinn, ne? Ja. Dass was was habe ich heute noch? Was habe ich heute noch als Kommentar bei mir drunter geschrieben? Es gibt die Trüffelschweine und es gibt die Minenabos. Ja. Ich habe ja immer dieses dämliche Glück und finde dann immer auch entsprechend, ne? Ja, oder du machst, dann kannst du es auch kannst auch Ressourcensteine nehmen, aber du brauchst halt deutlich weniger Schläge dadurch. Ich habe Mining Helm. Dann kannst du, siehst du, okay, Avo macht Bergbau und besorgt uns Metall und Stein. Das heißt, einer von euch kann die Taschenlampe haben. Wäre natürlich ganz gut, wenn der so nimmt, der auch einen Footballhelm hat. Dann kann er sich nämlich so ein Ding daraus bauen. Wir haben zwei Footballhelme in der Wohnung. Das ist ja gut. Dann Taschenlampe habe ich auch. Taschenlampe haben wir auch. Ja. Ja, das heißt, wir können für euch beiden noch einen Mining-Helm bauen, weil wir noch zwei Footballhelme haben und eine Taschenleuchte. Du, die liegen inflationär rum, finde ich. Taschenlampe sind so viele, finde ich. Habe ich noch nicht so viel gefunden.
So, hier müsste ich jetzt alle Bürostühle weghaben. Da ist eine Kirche. Guten Tag. Ach, da kommen wir noch mehr. Na gut, dass ich da gerade durch bin. So, was haben wir denn hier noch? Nee, aber ich glaube, das ist schon vielleicht ganz gut, wenn wir uns mit drei Leuten so ein bisschen gucken, wer macht was und wer skillt dann vor allen Dingen auf was. Mhm. Das kann man... Also ich habe es, als wir mit 12 Leuten zusammengespielt haben, gemerkt, man kann das wahnsinnig effizient aufteilen. Ja, natürlich. Ups. Ja, nie. Neben mir hat auch jemand in die Kommentare geschrieben, hier bei dem Erste-Hilfe-Pack. Ja, warum lernt ihr nicht einfach von euch? Naja, dann kann sich mindestens jeder von uns mal eins herstellen. Er sagte, da du sowieso eine Maschinenstation herstellen kannst und auch ziemlich viele Erfahrungspunkte braucht, um die Maschinenstation, glaube ich, erstmal überhaupt herstellen zu können. Ich verstehe gerade leider nichts. Ich habe jetzt zwei Zombies, die machen Krach, als wären es 100. So, die habe ich jetzt erstmal maultot gemacht. Ja, das ist ja die Tankstelle. Ja, schade. Dann gehen wir weiter hin. Wieso kommen die alle zu mir? Was wollen die? Ja, guck mal da doch mal rein. Die Zombies sind da. Sind denn hier keine neueren Häuser, wo eine Klimaanlage wesentlich vor der Tür stehen? Geh auf die Dächer. Ist auf, ich wollte gerade sagen, auf die Flachdächer hast du eine Klimaanlage auf dem Dach. Ja, da ist auf fast jedem Flachdach hast du eine Klimaanlage. Ja, mindestens ja eine. Hast du in den neuen Gebäuden hast du jetzt unten auch schon meistens eine stehen, also am Haus, weißt du? Also in diesen Wohngebäuden ist meistens draußen auch vor der Tür schon, ne? Ja, auch unheimlich viel. Wir haben Getränkeautomaten gefunden, falls jemand Durst hat. Bin ich im Kreis gelaufen? Oder war ich hier auch schon? Aber die Zapfsäule könnte ich auseinandernehmen. Was war da nochmal drin in Zapfsäulen? Ah, auch mechanische Teile. Ja, die sind auch sehr gut für mechanische Parts. Ja. Fall doch einfach um und halt ein Babbel. Ich hab gleich keine Pfeile mehr, sowas Tolles. Knüppel, der ist ja auch gut, der Spike Club. Ich hatte jetzt halt nur keinen Bock, ewig hin und her zu laufen. Weil ich mache hier gerade einen Save auf. Ach, jetzt ist der schon wieder da. Ach so, und der kreist da um dich herum, oder wie? Nee, da sind halt immer mehr dazugekommen. Also hier einer und da einer und... Dann waren es plötzlich ganz viele. Ja komm, steck dein dämlichen Kopf durch den Zaun und... Na. Okay, ja, das ist ja wirklich... Sieht aber mitgenommen aus jetzt. Wie gesagt, wenn das ein großer Waffenschrank ist, kannst du auch rufen. Dann kann ich den sonst auch nicht aufmachen. So. Kann sich ja lohnen. Also, wie gesagt, ich krieg blaue Sachen raus oder so. Du kriegst eventuell braun raus. Pass auf, da findet ihr eine volle Sniper drin und die ist braun. Das wäre ärgerlich. Oh, mir wird etwas warm. Ja, mir auch. Ich habe auch einen dicken Ledermantel an mich nach. Ja, ich muss den auch gerade ausziehen. Ich habe einen Poncho an und meiner sagt trotzdem 34 Grad. Den Poncho habe ich clevererweise zu Hause gelassen. Ja, Dito. Also das ist ich schon... Ich jetzt erstmal halb nackig rum. Manchmal ist das schon ein bisschen verrückt. Ja, das 10 Blatt Papier. Die Schwankungen hier sind teilweise schon sehr erstaunlich. Ja, das haben die schlicht und ergreifend nicht im Griff. So einfach ist das. Weil wenn ich das bedenke, ich hatte eine Regennacht mal gehabt, da habe ich die ganze Nacht quasi nur vor der Kiste gesessen und habe mich ständig umgezogen. Ja, dann hat er gefroren, dann war der zu warm, hat er wieder gefroren, war der wieder zu warm. Ich denke, was willst du? Es regnet. Ja. Oder du bist tatsächlich, habe ich auch gehabt, Poncho ausgezogen. Und dann plötzlich kommt er auch an mit über 40 Grad. Ziehe ich den Poncho wieder an. Minus 2 Grad. Also nicht sofort, sondern nach und nach. Ich denke, was will der mich verarschen oder was? Ich meine 40 Grad. Was soll das? In einem normalen Regenwald, im ganz normalen Wald. 40 ist ein bisschen arg, ne? Oder?
Ja, und da habe ich mich nur gefragt, ob der mich irgendwie verarschen will. Ja. Kann ich verstehen. Ah, gut. So. Und vor allem, wenn du dann halt bedenkst, das ist halt in diesen Laubwald, ne? Ja. So, auf dem Dach der Tankstelle ist ja auch eine Klimaanlage, das ist gut. Bin ich gerade drauf. Ja. Ja, was du schon sagtest, also bei den vielen Wohnhäusern hast du halt irgendwo am Wohnhaus direkt so ein Ding dran stehen, aber auf so ziemlich jeden Flachdach ist eins. Manchmal sogar halt zwei auch. Auf der sind zwei hier, glaube ich. Ja, sieht so aus. Du Quatsch, das ist... Darf ich mich auch mal entleeren? Aber 20 mechanische Teile sind... Oh, 16 habe ich schon, du. Mhm. Munition. Oh, die kann ich eigentlich... Wo ist sie denn? Ne? Das geht sich ja doch ganz gut an. Was geht sich ganz gut an? Mit den mechanischen Teilen. Ach so. Ich habe übrigens einen Nägernparts gefunden. Ah, cool. Oh, und ich sehe gerade, ich habe meinen Poncho gar nicht an. Den habe ich nur im Inventar. Super. Aha. Aber es beruhigt schon ungemein, wenn man ihn nur dabei hat. Und deswegen habe ich ihn ja dabei. So, ich komme immerhin jetzt schon auf 36 Grad runter. Ich bin auf 33, laufe hier aber auch eigentlich so halbnackt rum. So, ich muss mich jetzt mal eben leer machen. Gibt es denn hier noch irgendwie überhaupt was? Habe ich auch gerade. Ich habe ein paar Pilzseeds für dich reingeschmissen, weil da du ja so auf Pilz stehst. Ja. Oh, ich könnte mal einen neuen Bogen gebrauchen oder machen. Kann ich dir fertig machen. Ja. Einen stärkeren als 240? Ne? 346. Ich nehme. Ist gekauft. Wo bist du denn? Gerade in einem Häuschen, aber ich muss dann einmal kurz vielleicht zurück zu der Kiste, weil ich gerade alles, was ich dafür brauche, in die Kiste geschmissen habe, damit ich frei bin. Muss ich mal gucken, du bist gelb, okay. Und Welt ist grün. Ja, ich mache gerade Fotosession hier. Ich habe versucht, ein schwebendes Skelett möglichst gut in Positur zu bringen. Das war auch nicht schlecht. Okay. Hatte ich den jetzt oder hatte ich den nicht? Mal gucken. Kurz. Kann ja hier schnell was sammeln dafür. So, was brauche ich noch? Achso, ich kann schon herstellen. Also wenn du zu mir kommst, der Bogen wartet auf dich. Mhm. Ah, Velkoi? Ja? Ich habe mir noch ein Safe. Wolltest du denn diesmal knacken? Ja, kann ich gleich machen. Ich baue noch eben zwei Klimaanlagen ab, die hier vor mir rumdümpeln. Mhm. Und dann mache ich die Taschen eben leer und dann, ich guck mal eben, wo du bist. Warte. Ach da, okay, jetzt, in welchem Haus gucken. Bist du gerade an? Ach, in dem Haus? Nicht, das ist kein Haus, das ist hier Mülldings da. Achso, okay. Ja, alles klar. Mülldeponie. Das ist direkt links neben Basbar. Ja, ich habe mir einen Marker drauf gesetzt. Ich bin nicht weit weg von dir auf der Tankstelle. Ich habe da von der Straße auch schon mal so einmal durchgehackt. Komm, noch drei Teile brauche ich noch. Drei Teile. Du bist im Working Store? Nee, ich bin oben auf der Tankstelle. Ich meine Nicole? Oder ist das ein... Achso. Sie ist. Ja, ich bin... Wir haben ja einen Werkzeugladen hier drin, oder wie? Ja. So. Ah, cool. Bitteschön. Danke. So. Ist mit viel Liebe gebaut. Ah, das ist schön. Das merke ich dann hoffentlich auch beim Schießen. Wenn jemand irgendwo einen Bürostuhl sieht, einmal rufen, dann hole ich den gerne ab. Mhm. Okay. Oh, hier oben... Neben dem Working ist obendrauf auch noch so Klimaanlage, zwei Stück. Okay. Und ich muss mal gucken, wo der Laden ist, den ihr da meint. Na, guck mal kurz, wo ich oder wo Nicole ist am besten. Und auf dem Working-Dings sind auch noch ein oder zwei Klimaanlagen. Okay. Vielleicht finden wir auch eine fertige Workbench in dem Working-Dings, oder? Gibt's die da gar nicht als Item? Ach, guck an. Weiß ich gar nicht. Ich stehe gerade auf dem Futterladen. Und sie ist in dem Toolsladen. Ja. Was will denn der Zombie hier?
So. Yeah, ich habe eine Eisenaxt gefunden, 578. Ist doch mal nicht so schlecht. Zumindest cool. Nicht zu verachten. Nee, das würde ich auch sagen. 578. Krass, die ist ja lila, oder die nicht? Ist ja, lila. Klar. Krass. Ja, ja dann. Xyraholtholz. Eine Fire-Axe oder eine Pickaxe? Fire-Axe. Ah. Xyraholtholz. So, erstmal gehe ich zu diesem Schrottplatz jetzt hin, den Abo mir hier genannt hat. Mhm. Und dann, wie gesagt, hast du ein Stückchen weiter hast du den Shaneway Food und vorher kommt der Tools und da sind auf dem Dach. Ich habe Fertilizer gefunden für Weltspilz. Ja, schick. Ist da doch eine drin oder will die mich jetzt hier ärgern? Die will mich doch. So. Wir sind übrigens bei 21 Minuten. Schon wieder? Ja. Ja gut, dann hau ich hier jetzt die Tür auf, aber was dahinter ist, sehen wir erst in der nächsten Folge. Das nenne ich mal einen Cliffhanger. Nicht wahr? Richtig so, alles richtig gemacht. Alles richtig, ja. Vielen Dank. Gut. Gerne. Dann verabschieden wir uns. Ich gucke jetzt nämlich gerade so durch die Luft an die Decke. Wenn ihr auch der Meinung seid, dass wir phänomenal gesammelt haben, dann lasst uns auch einen Daumen hoch da. Und netten Kommentar. Genau. Genau. Und tschüss. Und tschüss. Tschüss. Moment.